Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei Cattle and Crops. Wir sind bei der Maisernte und er hupt gerade, weil er anscheinend gleich voll ist. Ne? Schau mal. Ja, er war voll. Das sind so die Geheimsprachen der. Naja, gut, ne? Das muss ja hier auch irgendwie funktionieren, ne? Mit der KI. Ja, da fährt den weiten Weg. Das ist. So. Seitdem mein. Nein, mein Traktor sieht auch nicht. Das ist ja auch nur vom Lohnunternehmer. Der Traktor. So, Folge Nummer 5 heute. Junge, Junge. Das heißt. Mittwoch. Ja. Da bin ich ja so gar nicht gewohnt, dass ich alleine fahre und andere abfahren. Ne? Das ist ja, kenne ich sogar nicht. Umgekehrt höchstens. Aber hier können die auch nur entsprechend so fahren, wie was programmiert ist. Ne? Das ist ja hier Frage der Programmierung. Ah, sieht schon mal ganz gut aus. Junge, Gas und Bremse, das ist ja hier Katastrophe. Da muss ich mir. Hey. Mit Schaltung wäre auch blöd, ne? Mit Schaltung dann hättest du. Gerade. Das fährst du rückwärts mit Schaltung, wenn es funktioniert. Ein Fragezeichen dafür, ne? Wenn man lesen und arbeiten ist schlecht, so. Also durch die Vorpresswalzen im Eisbetal werden die Pflanzen zusammengedrückt und verdichtet. Danach führt der Weg zur. Besser Trommel, wo die Pflanze auf der voreinstellten Länge zerkleinert wird. Nicht so einfach. Auf dem Fahren konzentrieren und lesen, dass nicht so ein langer Text ist. So, wir fahren weiter. Also wenn hier noch KI-Bauern unterwegs sind, die nur flügen und machen, dann müssen wir schon rechnen, also ganz schön Rechenleistung finden. Wenn das am Ende auch laufen soll, ne? KI-technisch. Berechnungstechnisch. Aber soll es um Weihnachten ein großes Update geben? Schau mal. Wir beginnen mit der Karriere sicherlich vorher. Oder mit Lenkung besser ist als mit Tastatur. Ich habe heute mal auf den Kalender, das ist ja nicht mehr lange hin. Knappe 14 Tage, dann ist also vom Aufnahmedatum her dann schon wieder Weihnachtsbeginn. Wenn die Folge kommt, dann ist er nur noch eine Woche. Mehr oder weniger. Du bist voll, okay. Hubzeichen. Auch nicht schlecht. Da müsste so ein Funk sein, ne? So, wo ist der zweite? Nicht da.
Ob er die Abkürzung nimmt? Der andere steht und hat sich festgefahren. Das ist schlecht. Wie gehen wir noch? Ach, jetzt fährt er weiter. Ja. Jetzt fährt der andere schon. Beziehungsweise hängt wieder fest. Das ist schlecht. Ich muss ihn weiterarbeiten. Ein paar Meter sind noch. Ach, da fährt er lang. Oh. Der Klaas Jager hat fast kein Benzin mehr. Trotz Partei. Das wäre sicherlich Diesel. Das ist eh eine schwache Leistung vom Bauer hier, dort mit einem halben Tank anzukommen. Das ist nicht zum Tonal dazu. Stand mal aus. Sprit sparen. Wo bleibt der zweite Abfahrer? Mittagspause machen, das war auch nicht schlecht. Glauben mir, die haben da ihren Zeitplan, aber keinen Stress. Das heißt, sie fahren von fremden Unternehmen, wo sie Geld bekriegen, und das ist eine Geschichte. So, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Jetzt stehen beide und warten. Na, er fährt. Auf derselben Spur. Nichts passiert. Stehen beide jetzt. Machen ihn auf. Häckseln könnte ich, aber den Mist auf den Boden schmeißen, als Dünger höchstens. Könnte hinlaufen, ja. Anhänger sind noch hier ungefähr. Jetzt machen die beiden Party. Das ist schlecht. Laufen mal hin, was die so sagen, ne? Denn ist ja schlecht, das schmeißt mir eine Zeitplan total durcheinander. So, rüber an der Straße. Zusammenscheißen. Zaun. Wieso ist hier ein Zaun? Hol da durch. Springen ist nicht. Bin nicht mehr so sportlich. Da
muss eine Öffnung sein. Ohne Mühle haben wir auch hier. Ist mir gar nicht aufgefallen. Glaub mir, ich muss ganz rum. Holen wir noch Zecken im Gebüsch oder was? Oder im hohen Gras? Stehen sie beide. Ich kann nicht ewig warten, das ist ein Mist. Wieso ist hier so ein langer Zaun? Ich hätte vor der Karte schauen sollen. Und da hätte ich den kürzeren Weg nehmen sollen. Jetzt fahren sie! Wo ist mein Acker? Das ist eine Frage, ne? Jetzt ist das gut. So. Ne, ne, nicht, nicht in den Zaun rein. Da drüben. Junge, Junge, das ist ja eine Geschichte hier. Dann haben die sich festgefahren. Ich guck nach und dann muss ich noch Schlafweg feststellen und fahren wir los. Das ist ja auch ein Ding. So, schnell rüber. Dann musste jetzt rüber gehen und. So, starten. Der Flügelmeister fliegt auch. Das haben wir jetzt von September haben wir. Kommen sie beide angeschissen? Das, naja gut, da kommen wir jetzt fertig machen. Ne? Haben sie erst noch ein Bierchen gegönnt oder sowas? Oder einen Kaffee? Haben meinen Kuchen auch vergessen. War doch gerade mit der Pause. Na, auf was warten wir hier, Kollege? Bin hier. Hupe, hab ich auch eine. Da ist mein Deutz. Stell ich mal so fest. Das war die 2. Starten. 3 hat Pause. 4. Das geht zum Glück automatisch mit dem Abfall. Ich wüsste gar nicht, wie er steuern sollte. Mit was überhaupt? Gehen wir dich daran, ne? Aber da ist schon so ein. Was die KI leisten muss, ne? Dass im Prinzip alleine entscheiden kann. Junge, jetzt kommt ein Text, wo ich jetzt. Gut. Nach der Messerschraube kommt der sogenannte Cracker, der die Körner aufbereitet. Die Energie vom Mais können so von Tieren zu einem Virusanlage entzogen werden. Wenn die Körner angebrochen sind, daher ist es wichtig, dass der Cracker die Körner mit Hilfe einer Walze anbricht. Nur dann werden die Enzyme eine Chance, an den Energie des Korns zu kommen. Nach dem Cracker wird nun das gekühlte Mais durch den Ausdruck Richtung Anhängers geblasen. Das ist ungünstig arbeiten und lesen, das ist eigentlich nicht vereinbar, ne?
aber ich wollte dich einfach vorlesen, wo du nicht so gut lesen kannst. Muss ich ja auch nicht machen, ne? Bei der Arbeit ist es nicht notwendig. Und wenn ich alleine was lese, dann mache ich es auch leise und ohne, also dass man es hören kann. Ich meine, ihr könnt jetzt zur Not den Text, wenn ich es schon mal ausgemacht haben sollte, im Notfall in der Pausenfunktion nachlesen. Also, wenn es nicht verstanden wurde, ne? Kann durchaus so sein, aber so ist. Ist halt mal leider so, dass ich schnell gelesen habe oder nicht flüssig genug, keine Ahnung. So. Voll ist er noch nicht, ne? Wir machen den Text wieder weg. Den Text kann man ja theoretisch wieder aufrufen bei 7. Das kann man gucken. Hab's zwar noch nicht probiert, aber da müssen wir gehen. Ich muss mal sehen. Heute 5. Uhrzeit 16. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Die heutige Folge. Erkennung und Kops. Maisernte für die Biogasanlage. Dann seid noch tschüss. Und ciao. Und dickes Dankeschön fürs fleißige Reinschauen. Und fleißig liken. Ja, morgen geht's hier weiter mit der Maisernte. Denke ich mal, ne? Also nochmal tschüss. Bis dann und ciao. Tschüss.